meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Train Favor mit mir, Sachsen Let's Player. So, ich habe mich jetzt mal, oder wir haben uns im Endeffekt jetzt mal an unseren ersten Bahnhof hier, beziehungsweise ersten Bahnhöfe, engagiert. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, ich überlege jetzt, wohin ich Depots baue. Ich meine, die Depots kosten wie viel? 20.000 pro Depot. Natürlich wäre hier noch ein Depot gar nicht so schlecht. Dann haben wir oben, glaube ich, schon ein Depot hingesetzt, wenn ich das richtig. Ja, genau. Wäre es jetzt noch sinnvoll, da hinten ein Depot hinzusetzen? Das könnte man erst mal so sehen, wie man es will. Weil hier kommen im Endeffekt erstmal nur Waren. Natürlich müssen wir zusehen, dass wir die Waren auch angeliefert bekommen. In die Stadt. Da überlege ich halt noch, reicht eigentlich mit Pferden, meiner Meinung jetzt nach. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir aus der Kohle hier, beziehungsweise aus den Eisen dort, beziehungsweise aus der Kohle hier, erstmal eine Mitgliedschaft kriegen. Ich gerade mal gucken, es ist schon mal miteinander verbunden, das ist schon mal gut. Das heißt, wir kaufen uns jetzt erstmal einen Zug und da haben wir natürlich wieder das Beste hier zur Auswahl. Ein Kesselwagen, da passen Kapazität Öl, 5 Liter rein. Wir haben okay Öl, wir haben Kohle, Holz, 4, Güter, 4. Offener Güterwagen, Kohle, 4. Eisenerz, 4. Wir haben da leider nicht zur Auswahl. Und entweder nehmen wir jetzt hier die spanische mit bis zu 40 km/h oder man legt gleich mal 50.000 für 5 km/h mehr hin. Hält aber auch dementsprechend alles 30 Jahre. Das können wir uns jetzt im Endeffekt raussuchen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von Dings aus. Hält halt alles 30 Jahre. Sind uns da die 50 km wichtig? Ich sage mir mal einfach ja, denn ich habe sie jetzt gekauft. Dazu noch ein offener Güterwagen für... Weil das kann meines Erachtens nach nichts weiter transportieren. Sie hat zwar eine Zugkraft, aber das war's. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Güterwagen. Wie viel man da jetzt anhängen kann, weiß ich nicht, deswegen kaufe ich einfach 2 Güterwagen und fertig. Doch, das kostet uns alles Geld. Zug 2, ne, jetzt. Zug 1, Kolo. Ja, gut, wunderbar, jetzt haben wir 2 Züge. Dann geht es eigentlich um den Wagen hier. Kann der nur ein? Kann der 2? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber anscheinend passen immer nur 1 zusammen. Also 1-1. Wir machen aber auch kein Minus, wenn wir es verkaufen, wie ihr gerade seht, weil es halt noch frisch von der Stange ist. Und deswegen würde ich ja sagen... 255 km/h. Da bauen wir jetzt erstmal eine Linie zuweisen, alle Züge kaufen noch weniger, denn wir haben ja noch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf eine neue Linie, wählen eine neue Linie an und gehen dann halt dementsprechend von dort über die Linie hier. Lade, wenn vorhanden, beziehungsweise Vollladen einer Fracht. Man kann, ja gut, Lade, wenn vorhanden, ist halt so eine Sache. Ich würde da lieber sagen, ja, gerade bei Zügen ist es scheiße, wenn nichts vorhanden ist. Vollladen einer Fracht und lade, wenn vorhanden, dort. Zack. Linie 8 ist das. Damit würde ich jetzt sagen, Linie zuweisen, Linie 8. So, und da dampft sie los im Endeffekt. Unser erster Zug. Wirbelstolz. Also, was hier? Straßenfahrzeug 7. So 0 von 4. So, jetzt kann man natürlich nur abwarten, dass die Leute, beziehungsweise die zwei Dinger hier, die Betriebe auf unser Liniennetz reagieren. Ich hoffe aber einfach mal, weil hier haben sie was, was sie nirgendwo anders haben. Und das sollten sie halt auch nicht vergessen. So, Kohle und Eisenerz kaufen. Dann machen wir hier eine extra kleine Linie dafür. Linie 9.
Verladen einer Fracht ebenfalls vorerst. So, und dann gucken wir uns das einfach mal an hier. Die Züge verbrauchen jetzt natürlich eine Menge Betriebskosten. Aber guck mal, hier kommen jetzt zum Beispiel schon die ersten, wo ich jetzt auch sagen werde. Der nimmt es zum Beispiel jetzt schon an, das ist sehr gut. Obwohl ich es nicht so ganz verstehe, woher, also zack, zack. Ah, okay, hier funktioniert das also schon mal. Ich hoffe mal, dass ich das mit dem Signal, weil ich ihn hier irgendwie richtig gemacht habe. Weil die verschlingt doch immerhin 10k. Ach, guck an. War schon voll geladen. Gut, jetzt brauche ich natürlich nicht zweigleisig zu haben. Mal gucken, was die Zwillinien so an Profit rausnehmen. Nicht gerade viel, wie man sieht. Minus 35k dagegen. Alter, das später. Ja gut, wir müssen erstmal gucken, wie die Produktion jetzt im Allgemeinen läuft. Ich denke mal, auf Linie 9 werden wir auf jeden Fall Profit mit rausholen. Wenn die Anfrage da ist, wohl bemerkt. Weil das so einfach eine kürzere Strecke ist. Ich glaube, mit den Kohlen, dann werden wir wohl das größte Problem haben. Beziehungsweise, da müssen wir auch mehrere Züge hinschicken bei den Kohlen. Das Problem ist, hier laufen ja alle eingleisig. Also, die sehen ja trotzdem alles auf einer Linie. Wenn ich da jetzt sagen würde, ich will zwei haben, dann müsste dann ja mal kurzzeitig irgendwie auf eine andere Linie umwechseln. Wie geht das dann? Wenn ich sage, aus dem Depot kommt jetzt noch Nummer 2 raus. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, oder sind dafür die Signalanlagen zuständig? Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Fahrweg, was? Fahrzeug im Weg. Okay. Wie gesagt, ich bin da leider nicht so, weil ich will natürlich auch keine Unfälle oder irgendwas dergleichen haben. Wir können es zwar gerne mal versuchen, gerade hier brauchen wir halt die einfach roh, weil ich gucke gerade hier. Boah, Alter, die machen Minus en masse. Oh yeah! Glückstrumpf, aber oh, die Dinger, die werfen ja gar nichts ab. Bin ich mal gespannt, wie die zwei sich dann vertragen. Die halten immer einen gewissen Abstand, Standard. Funktioniert also, warte auf freie Wege. Ja, war mir fast klar.
Also muss das über andere Linien laufen. Also über, was ist über andere Linien? Über ein Ausweichnetz halt. Shit happens. Ja, das ist natürlich jetzt relativ. Ausweichnetz, ne? Ja, kann man da was bauen? Das ist jetzt halt die zweite Frage. In dem Winkel definitiv nicht. Fahrzeug im Weg. Dann hier noch mal so eine separate Ausweichlinie halt zu nehmen, um ihm jetzt halt dementsprechend zu sagen. Und aus dem Baumodus raus. Welcher Linie der ist jetzt hier bewegt auf Linie 8? Um da jetzt einfach der Linie 8 zu sagen, hör zu. Abgesehen davon, dass du sowieso viel zu viel Kohle mehr verlierst, wird Linie 8 jetzt wie folgt unterlaufen. Linie 8 nimmt Haltestelle. Nimmt jetzt. Ja, das ist klassisch. Wie bringe ich denn. Wie bringe ich jetzt der Linie 8 bei? Du nimmst. So, Linie 1. Gibt es da die Möglichkeit, an solchen Haltestoppeln da jetzt zu sagen? Du machst jetzt hier lang. Ich kann natürlich nur durch Güterbahnhöfe oder irgendwas anderes jetzt sagen. Nimm's aber. Und er nimmt als Linie 8 aber automatisch diesen Weg und nicht den. Und das ist das, was mich gerade ankotzt. Weil einer muss die innere Linie nehmen. Anders geht's nicht. Ah, Gott. Achso, was. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich denke, das ist hier verbunden. So, jedenfalls vor uns. Linie. Wenn man hier nicht alles bis ins Detail sich anguckt, wird das nicht. Jetzt ist das miteinander verbunden. So, und jetzt nimmt Linie 8 auch den kürzeren Weg, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt nimmt Linie 8 auch dementsprechend den kürzeren Weg. Linie 8. Lade, wenn vorhanden. Ja, genau. Und. Genau, und. Jetzt, das soll jetzt aber halt nicht Linie 8 sein, weil das ist jetzt einfach nur eingleisig. Und das ist alles beides eingleisig. Ich krieg das auch nicht zweitgleisig hin. Das eine muss den kürzeren, also den inneren Kreis, und der andere muss den äußeren Kreis nehmen. Und ich denke mal, ich weiß zwar, wie ich es hinkriege, aber das ist auf jeden Fall okay. Also, das ist auf jeden Fall ein bisschen dämlich, meiner Meinung nach jetzt. Aber na gut, wie willst du es anders machen? Den ich jetzt einfach sage, ich nehme jetzt im Bereich Dings und baue da halt eingleisig wohl bemerkt, einfach noch so einen Güterbahnhof halt hin. Mit denen ich das da irgendwie verbinden kann, aber. Kostet 100.000 und ist meines Erachtens nach einfach für die Katz. Weil hier nichts transportiert wird. Außer ich krieg das natürlich in dieser Lieferanlage hin. Wenn ich jetzt einfach sage. Ja, ich würde gerne Gleis bauen. Wir ziehen hier nochmal ab. Und bauen hier dran. Na, da habe ich mit dem Train Probleme mit Kollision. Das heißt, ich müsste irgendwo schon hierher vorher raus.
hier wiederum wird es gehen, das ist auch so extrem lustig. Den ich dann einfach sage, wir nehmen. Wir nehmen den Güterbahnhof hier einfach mit. Da müsste ich jetzt einmal ringsherum um die Anlage bauen, den Depot dort wegreißen, das Depot dort wegreißen, um da hin zu kommen. Ich probiere es einfach mal, wie gesagt, ob es klappt oder nicht. Das Danke. Lass mal das Gedudel hier auszumachen. So. Ein riesen Umweg, sage ich euch so wie es ist, ohne Frage, aber ja, vielleicht lohnt sich's auch nicht, ich weiß es nicht. Der muss auf jeden Fall zurück erstmal ins Depot und da muss noch Linie 10 zugewiesen werden. Und die Linie 10 bezichtigt sich dann im Endeffekt auf bin ich gerade auf Linie 10? Ja. Hinzufügen. Das ist Linie 10, läuft über 1, 2, 3. Und Linie 10 soll jetzt Zug, dieser zweite Zug hier, soll Linie 10 zugewiesen werden. So. Damit hoffe ich jetzt einfach mal, die Problematik in den Griff gekriegt zu haben. Let's go. Der wartet auf freie Wege und verschlingt immer mehr Geld. Ja, bis jetzt ist die Bahn im Endeffekt ein absolutes Verlustgeschäft, wie man es nimmt. Ja, es ist. Da kannst du eigentlich machen, was du willst. Ich kann die weder ins Depot schicken noch sonst was. Die hängen. Die hängen auf einem Gleis. Ich würde jetzt nicht sagen, wie erwartet, aber fail. Linie zuweisen alle. Wagen 10 ins Depot zurückschicken. Es ist schön, ja, die hängen auf einer Linie, das ist richtig cool. Richtig cool gemacht. Das Beschissene ist, ich kann ja nicht mal den Zug oder irgendwas wegreißen, es geht ja gar nichts. Die hängen halt einfach. Ich kann sie ja nicht mal so verkaufen. Ich kann jetzt, ich müsste den Zug, oder was ist denn das jetzt für ein anderer Zug? Zug 1. Zug 1, Details, zurück ins Depot schicken. Wo kann der zweite eigentlich nicht aus der Linie drüben starten? Wir haben dort. So, weil die. Die müssen beide mit dem Depot verbunden werden. Sehe ich das gerade richtig? Ja, aber hä, wie soll denn das funktionieren? Es ist. Moment. Sag ich doch.
Jetzt. Oh Gott, ey. Das ist doch nicht wahr. Wenn ich das Suchtdepot abreiße, das ist. Am liebsten würde ich nochmal an der Stelle laden, bevor ich es gemacht habe, wenn ich ehrlich bin, weil. Reißen wir den Spaß nochmal weg. Zugdepot 1. Zugdepot 2 will nicht so, wie ich das will. Terrain-Schwierigkeit. Zugdepot 2. Sonst haben wir zwei Depots an zwei unterschiedlichen. Ich nenne es jetzt einfach mal Enden. So. Jetzt hole ich mir. Was ist denn das eigentlich? Haben wir nicht eine neue dazu gekriegt? G3 mit 50 Hertz. 400.000 kostet ja nicht. Jetzt kaufe ich einmal das plus offener Güterwagen und weiße Linie 1, Linie 8 zu, wenn ich das leider mal richtig sehe. Ohne dass mir jetzt hier die Linie 8 angezeigt wird, aber Moment, Linie 8. Linie 8 läuft über diesen inneren Kreis hier, so, der im Übrigen nur einspurig ist, ist das richtig? Nein, auch Linie 8 ist zweigleisig. Oder? Linie 8, ne, Linie 8 ist eingleisig. Okay, meine Freunde, wir sind erstmal fertig wieder für diesen Part hier. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten dann wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.